This is the future. Revolution. This is the future. Revolution. Close your eyes. Close your eyes. With their nails done now.
Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, die kleine Timelapse hat euch gefallen und neben mir steht er, der neue PC für Ron Bielecki. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Projekt nennen soll. Ich dachte die ganze Zeit an Projekt Tornado, aber schreibt gerne mal ein paar Vorschläge in die Kommentare. Vielleicht finden wir ja was Passendes. Dann vielleicht erstmal ein paar Hintergrundinformationen, wie diese wilde Kooperation zustande gekommen ist. Der Kontakt zwischen Ron und mir ist durch einen dritten Creator hergestellt worden und ja, ich und Ron haben uns dann einfach ein bisschen unterhalten, haben uns super verstanden und dann hat er gemeint, ja, er braucht demnächst wahrscheinlich auch einen neuen PC, weil er wieder anfängt mit Streamen, er will wieder zocken, er braucht einen neuen PC für die Arbeit, Videos schneiden und so weiter. Und dann hat er mich einfach gefragt, ja, Ben, hast du Bock, was zu machen? Ich so, natürlich. Und ja, jetzt steht das Ding hier, ne? Kurz nochmal zu den Specs im Genaueren. Es ist natürlich eine absolute High-End-Maschine für Gaming, für Streaming, aber auch fürs Arbeiten, für Videoschneiden, für Videobearbeitung und so weiter. Das heißt, mit der Maschine wird nicht nur gezockt und gestreamt, sondern auch aktiv Content-Creation betrieben. Als CPU habe ich mich für den 14900K entschieden, der ist perfekt zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen und ist halt einfach gerade für Creator eine unfassbar gute CPU wegen der riesigen Multicore-Leistung. Klar hätte man hier auch mit AMD gehen können, vor allem wegen der Effizienz, aber ich persönlich finde, dass als Creator Intel immer noch die beste Wahl ist. RAM haben wir ein 64 GB Kit Trident Z5 von G-Skill mit 6000 MTS und jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, warum denn nur 6000 MTS? Man hätte auf der Intel-Plattform auch ohne Probleme auf 7000, 7600 oder sogar 8000 gehen können. Der PC ist aber, wie schon gesagt, auch ein Arbeitsgerät und muss einfach immer stabil laufen. Und da kann es keine Probleme mit XMP oder sonst irgendwas geben. Und deswegen habe ich mich hier für 6000 MTS entschieden, was ja eine relativ moderate Geschwindigkeit ist. Aber 6000 MTS ist trotzdem noch für alles ausreichend, was Ron machen will, egal ob Gaming, Streaming, Videobearbeitung, was auch immer. Mit 6000 MTS ist aber auch einfach eine super Systemstabilität gewährleistet. Und ja, deswegen habe ich mich hier für 6000 entschieden. Grafikkarte ist die aktuell mächtigste Desktop-Gaming-Grafikkarte überhaupt, nämlich die RTX 4090. Als Custom-Design habe ich mich hier für das Asus TUF-Design entschieden, einfach weil wir halt auch ein Asus Mainboard haben und ich finde die TUF-Karten einfach extrem schön. Die AIO-Wasserkühlung und die Lüfter kommen, wie ihr schon sehen könnt, von Lian Li. Das sind die Lian Li Unifans Infinity und das ist wirklich einfach nur meiner Meinung nach einer der schönsten Lüfter auf dem Markt. Das Kabelmanagement mit den Lüftern ist wirklich super einfach, hat echt nicht lang gedauert. Die AIO sieht super aus, die Lüfter sehen absolut geil aus. Ja, was will man mehr, ne? SSD ist eine 2TB MP600, sollte erstmal reichen, aber wenn er mehr Speicherplatz braucht, kann man es jederzeit erweitern. Ja, okay, das 1200 Watt Netzteil ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, das ist eine 4090 und ein 14900K und zusammen sind die schon sehr, sehr leistungshungrig. Gehäuse ist das NZXT H9 Flow, auch wirklich ein super, super tolles Gehäuse. Es ist super einfach drin zu bauen. Klar, es ist auch so ein Panoramagehäuse, das heißt, es erinnert gewissermaßen an das Lian Li O11. Ich finde aber hier, dass das H9 Flow einige Sachen besser macht als das klassische O11, allen voran zum Beispiel die Strebe, die hier vorne nicht drin ist. Und zusätzlich hat man hinten wirklich viel, viel Platz für Kabelmanagement. Es gibt so richtig vorgefertigte Kanäle mit so Klettkabelbindern, wo man einfach die Kabel super schön ordnen kann. Und ja, es ist einfach ein geiles Case. Super einfach drin zu bauen, macht auch sehr, sehr viel Spaß darin zu bauen und ja, das Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen. Bei den BIOS-Einstellungen habe ich eine sehr, sehr sanfte Lüfterkurve eingestellt. Das heißt, die Lüfter drehen erst sehr spät hoch. Die Kühlung ist da trotzdem noch absolut ausreichend und dadurch ist das System einfach wirklich sehr schön leise, bis man in die wirklich hohen Temperaturen kommt. Wirklich hohe Temperaturen sollten aber eh nicht auftreten, da ich die CPU natürlich im BIOS auch etwas modifiziert habe. Powerlimits habe ich im PL1 und PL2 auf die Intel-Spezifikation von 253 Watt festgelegt. Dadurch hat man keine relevante Leistungseinbuße und die CPU bleibt einfach immer angenehm kühl. Zusätzlich habe ich die CPU auch noch leicht undervoltet. Ich habe einen globalen Offset von minus 0,1 Volt gesetzt und die ICC Max habe ich von 511 Ampere auf 450 Ampere gestellt. Wie gesagt, durch diese Einstellungen hat man effektiv keinen Leistungsverlust. Okay, anstatt 41.000 Punkten im Cinebench macht man noch 39.500, aber die CPU geht halt auch nicht über 80 Grad rüber. Dadurch bleibt das System wirklich unfassbar leise. Man hört eigentlich gar nichts jetzt aktuell und während dem Gaming ist das Ganze natürlich noch deutlich angenehmer, weil das ist ja kein Stresstest und da ist die CPU sowieso viel weniger belastet. Die Custom Backplate für die Grafikkarte darf natürlich auch nicht fehlen. Die hat wie immer mein guter Homie RGB Plates erstellt. Ich habe ihn euch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr auch Bock auf eine Custom GPU Backplate habt. Ja, und für mich bleibt jetzt einfach nur noch zu hoffen, dass Ron das System ebenfalls gefällt und dass euch das Video natürlich auch gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und auch über ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal. Ihr könnt mich damit massiv unterstützen und für euch ist es
wie gesagt, komplett kostenlos. Die gesamte Komponentenliste zu dem PC findet ihr natürlich übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann schaut auch gerne auf meinen anderen Plattformen vorbei. Dort habe ich euch natürlich auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, ich habe mich heute auf eine längere Reise begeben, denn dieser Mann hat mir was gemacht. Das ist er. Ich habe einen neuen PC abgeholt und ich muss sagen, wenn ich das hier so sehe, auch mit den Details, geisteskrank. Also da kriege ich wirklich fast Bock auf ein Bier. Ich habe auch noch nie... Ich habe genügend Bier da. Ja, okay. Ich habe noch nie auch so gerne 5000 Euro ausgegeben. Ey, das ist wirklich der Wahnsinn. Geisteskrank. Damit kann ich die NASA hacken, oder? Wenn, definitiv. Ja? Easy. Okay, mit einer 4090 kann man alles machen.